Jetzt hast du es schon länger mit mir ausgehalten, als dass ich gedacht habe. Wieso meinst du? Das Schiff wäre ab 6 Uhr zurückgekommen. Ja, ja, gern, dass du mit mir aufs Schiff fährst. Und trotzdem bist du zu spät gekommen. Nein, wegen dem bin ich zu spät gekommen. Immer im Fluchtweg parat, hä? Bist du eigentlich schon immer so offen damit umgegangen? Eigentlich schon. Natürlich, jeder hat, glaube ich, diese Phase von... Hey, ich unterdrücke das jetzt einfach mal. Also, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es einfach so ist. Und wie alt warst du, als du geoutet hast? 17, 3 Viertel. Hui. Das ist nicht dem, glaubt mir. Ich bin so vor meiner Klasse hergestanden. Der Lehrer hat auch nicht genau gecheckt, was läuft. Und dann habe ich es einfach gesagt. Die meisten haben es voll easy gefunden. Es hat auch ein paar Vollidioten gehabt, die Sprüche machen mussten. Aber die gibt es immer. Du hast noch nie die Welt rausschreien. Warum nicht? Keine Ahnung, hat sich irgendwie nie ergeben. Es hat so gut da. Ich habe so gut geschlafen wie schon lange nicht mehr. Ich hatte immer einen Kollegen, der Max. Ich war recht viel mit dem gechillt. Und dann eines Tages hat er mir eigentlich aus dem Nichts gesagt, dass er schwul ist. Okay. Ja, das ist ja von mir eigentlich irgendwie auch schon gewusst. Und vielleicht hat er das so irgendwie gespürt. Er war auf jeden Fall voll froh, dass ich so easy damit umgegangen bin. Und ein bisschen später hat es sich vor allen geoutet. Du bist stark. Ja. Ich habe dann noch zu Rubigen bei meinen Eltern gewohnt. Das war natürlich der Dorfskandal. In der Schule haben alle gemobbt und die Eltern der anderen haben nie etwas mit seinen Eltern zu tun haben. Und so. Wie haben dann seine Eltern reagiert? Ja, die haben zuerst mal leer geschluckt, aber dann haben sie es eigentlich schon easy gefunden. Das ist schon mal sehr viel wert, wenn man seine Familie hinter sich hat. Und gute Freunde. Ja, das hat dann eigentlich nie mehr gesehen.